Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, es ist früher Morgen, ganz genau zu sein. 5:30 morgens, wir haben heute Vatertag. Ich grüße alle Väter. Gut, wenn ihr das seht, ist es viel, viel später. Ich habe gereimt. Ich kriege etwas geschenkt. Ja, um was geht es heute? Natürlich um das D42 Adventure System. Ich musste meine Kamera ein bisschen anders erstellen. Die Webcam wird überhaupt nicht mehr anerkannt. Deshalb bitte ich manchmal um solche vertreten Ansichten. Das hört sich jetzt falsch an, aber wir kümmern uns heute wieder hierum. Und zwar um das D42 Adventure System. Wir werden uns heute, das wird heute nicht so ein langer Kapitel, denke ich, einmal um den Player kümmern. Ich habe ja gesagt, dass ich mich auch noch gelegentlich um diese Koala Paint Sache kümmern möchte. Aber ich denke, Koala Paint, da werde ich ein eigenes Video draus machen und werde das dann darin verlinken. Beziehungsweise, wenn das Video von Koala Paint gemacht ist, werde ich versuchen, die Koala Paint Videos hier unten drunter im Nachhinein zu verlinken. Also ab und zu immer mal reingucken in die Beschreibung, ob da was Neues hinzugekommen ist. Ja, was hat sich in der letzten Zeit getan? Eigentlich im Großen und Ganzen nichts Neues. Wir haben heute Vatertag, das heißt also, wie gesagt, es kommen jetzt noch drei Videos, bevor ihr das Video hier seht. Also das hier seht ihr einen Monat später. Ich glaube, dann habe ich Geburtstag. Und bin im Urlaub. Ja. Danke nochmals. Also das werde ich auch immer wieder sagen. Dankeschön natürlich an Stefan Lech, an Tobias Erbsland und natürlich an Volker Rust und alle anderen Mitarbeiter des D42 Adventure Systems beziehungsweise von Out of Order Softworks. Ich danke euch, dass es euch gibt und hoffe auf viele, viele, viele weitere also auf weitere Software von euch. Ich hoffe drauf. Und ich bitte natürlich viele, viele andere Programmierer auf dem C64 zu programmieren. Einige werden wahrscheinlich sagen, warum soll ich denn auf dem C64 programmieren? Das hat doch überhaupt gar keine Zukunft. Doch hat es. C64 hat Zukunft. C64 hat auch Vergangenheit. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen hier runter switchen. C64 hatte vergangen, das Kamera stimmt nicht so. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich bitte um Entschuldigung. I do my very best, aber so. Hätte man alles früher machen können, aber eben war das wunderbar. Dann hat sich irgendwas verändert und schon war es wieder vorbei. Ja, wenn man ein Stativ hat, das nicht richtig stabil ist. So, jetzt aber weg von meinen Problemen. Rein in das D42 Adventure System. Ich benutze wieder wie immer meine Version, die ich von Protovision. Punkt Games heißt es ja jetzt heruntergeladen hat. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, heißt es Protovision.games. Es hat mal Protovision-online.de, glaube ich, gewesen. Dann wurde der Name geändert und wir kümmern uns um das D42 Adventure System. Und warum mache ich immer wieder dieses D42 Adventure System rein? Ganz einfach, um euch zu zeigen, wo ihr das findet und unter welcher Rubrik, wo ihr das zu suchen habt. Es gibt zwar immer Bilder in der Anleitung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das dann so live sieht und das dann nachvollziehen kann, dann ist es um vieles besser. Jetzt muss ich ganz kurz die Maus wieder organisieren. Sekunde. So, die Maus vom C64. Ich arbeite ja mit Maus. Was das D42 Adventure System angeht, arbeite ich mit Maus. Und Moment. Out of Data Error. Okay, wir versuchen es wieder. So, er lädt in der Zwischenzeit. Okay, gut, das hat nicht funktioniert. Was ist, wenn ich es andersrum mache? Nein, das funktioniert nicht. Warum geht das nicht mehr? Habe ich irgendwas falsch eingetippt? Ich wollte gerade was versuchen, was ich mal gelesen habe, aber ja, so funktioniert es. Bleibt doch bei den alten Sachen, Patrick. So, wir kümmern uns um den Player in der Zwischenzeit, wo das D42 Adventure System auf meiner Diskette lädt. Natürlich alles auf dem Original. Und ich habe noch ein kleiner Hinweis, so privat. Ich habe vielleicht jemanden an der Hand, der mir meine gesamte Hardware überprüft. Die Hardware ist schon fast 40 Jahre alt und wurde eigentlich nie gewartet. Und jetzt habe ich jemanden, der eventuell darüber guckt. Ich werde mal mit ihm reden, ob er auch genehm ist, mal über meinen C64 und meinen Brotkasten zu gucken.
Und wenn er das macht und sagt, das kann er machen und da hat er damit kein Problem, würde ich mich freuen, weil dann könnte ich sagen, ich habe meine gesamte Hardware general überholt und sie dauert wieder, hält wieder 40 Jahre. Ich benutze immer noch die momentan normalen und originalen Netzteile. Die soll man aber heutzutage nicht mehr nutzen. Warum soll man die nicht mehr nutzen? Sie funktionieren zwar noch, aber der Stromoutput hat sich im Gegensatz zu den 80er Jahren erhöht. Wir hatten früher 220 Volt, jetzt haben wir 230 Volt. Das kann eventuell zum schleichenden Tod unseres guten Cephis führen. So, wir gehen zum Player. Ich lese wieder aus dem aus der PDF-File vor. Der Player ist das Programm, mit dem der Spieler das Adventure spielt. Nach dem Start des Players laufen folgende Schritte ab. Der Lader wird gestartet, falls auf der Diskette kein Track-Load-Tabelle File.tt vorhanden ist, wird sie geladen und zum weiteren Laden von Dateien benutzt. Unter anderem wird gegebenenfalls der Spieler aufgefordert, die richtige Diskettenseite anzulegen. Track-Load-Tabelle. Nicht File.tt, sondern File.tt. Ich habe, glaube ich, gesagt, falls keiner, aber es heißt, falls auf der Diskette eine Tracklord-Tabelle. Ne? So, ich habe manchmal, es ist früh am Morgen, ich brauche meinen Kaffee. Die allgemeinen Bedingungen und Texte, die Objekte und die Objektsprites werden ebenfalls geladen. File BA, OG und O2. O2. Die Gegenstandskarte mit der Objektzuordnung wird auch geladen. NW, Navigation. Der Intro-Raum wird angezeigt, hierzu wird Raum 00 geladen, das Intro-Bild wird angezeigt und die 8 Raumtexte laufen nacheinander im Text-Scroller durch. So, jetzt muss ich ganz kurz was gucken. Also, die Raumtexte, wenn wir Raum 00 laden, habe ich den schon gemacht. Gehen wir ganz kurz daher. Ja, jetzt hat der Grabber sich wieder aufgehangen. Ach, wie schön ist das denn? Sekunde, da muss ich ganz kurz den Grabber neu starten. Ich denke aber, was stimmt doch nicht? Sekunde, Eigenschaften deaktivieren, aktivieren. Das kann des Öfteren mal passieren, dass bei mir sich irgendwas aufhängt. Der Grabber hat sich jetzt verabschiedet. Wir sind im D2 Fetch Adventure System. Ich bitte um Entschuldigung. Raum 00 hat Raumtexte. Also, nochmal zu lesen. Der Intro-Raum wird geladen, das ist Raum 00. Das Raumbild wird angezeigt, das haben wir natürlich nicht, weil Raumbild ist ja nicht drin. Wir haben keins erstellt, also noch nicht. Die Maus bewegt sich wieder selbstständig. Das hasse ich so ein bisschen an diesen Scrollmäusen. Ich weiß nicht, ob das an dem Adapter liegt oder an der Maus. Ich hoffe an der Maus. Aber warte mal. Was haben wir denn da? Wir haben hier eine Mausmatte. Ne, das funktioniert genauso. Ja, tut mir leid. Die Maus bewegt sich, soll sich nicht bewegen. Himmel, Herrgott, sie soll nicht laden. So. Das Raumbild wird angezeigt und die 8 Raumtexte. Das heißt also, hier können wir 8 Raumtexte, wir haben hier Raum 00. Ach, stimmt, ja. Ich habe jetzt intelligenterweise nicht meine erstellte Diskette hier reingemacht, sondern die Beispiel-Demo Ludwig Mystified haben wir hier quasi gemacht. Die Story, also es wird alles hier geschrieben. Dankeschön übrigens an Dante, Pioneer und Billy the Bit, Tobias Erbsland und jetzt wünschen wir viel Spaß etc. pp. Das sind also die ganzen Raumtexte, die gespeichert wurden. So. Und dann müsste eigentlich theoretisch auch ein Raumbild existieren, und zwar das. Wie gesagt, ich nutze momentan von dem D2 Fetch Adventure System, da ist eine Demo-Adventure drauf, von Ludwig Mystified. Dankeschön an Dr. Zoom und Little John. Und das können wir auch gerade, wenn wir schon da sind, ein bisschen abfrühstücken. Ah, man muss also nicht diese
was ich jetzt gerade sehe im Raum 00, man muss die nicht sperren. Also normalerweise kann man die sperren oder freigeben. Man muss sie also nicht sperren im Raum 00. Das finde ich ganz gut. Aber theoretisch, jetzt kommen wir im Moment zu den Raumbedingungen. War das Raumbedingungen? Genau. 00. Sprung zu Raum 11. Das ist das, was ich gemeint habe. Raum 00 ist Startraum. Von diesem Raum können wir zu jedem anderen Raum springen. Das heißt also, wir können von dem Raum mitten in die Karte springen. Wir müssen nicht jetzt bei Raum 02 anfangen. Ich muss mal nochmal ganz kurz gucken, ob ich gerade nochmal aus dem Stegreif. Da ist er. Ja. Wir müssen nicht, hier ist ja die Raummatrix, nicht? Hier ist die Raummatrix, hier ist die Raummatrix, nicht? Da. Man muss nicht anfangen, jetzt auf 02 zu springen. Wir können mittig einfach in die Karte reinspringen. Also zum Beispiel Sprung zu 47. Da sind wir mitten in der Karte. Von da aus können wir unser Adventure aufbauen. Das ist schon mal ganz nice gemacht. Wir können ja auch mal das Adventure gerade ein bisschen durchgehen. Wir haben hier zum Beispiel diese Raumbedingungen. Dann haben wir die Raumtexte. Hier haben wir die Raumbeschreibung. Die Raumbeschreibung, soweit ich es verstanden habe, nur das, was für uns interessant ist, dass wir so während der Arbeit ein bisschen damit arbeiten können. Gucken wir mal in die Allgemeinbedingungen. Da ist zum Beispiel nichts. Warum nichts? Weil wir es nicht brauchen. So, Allgemeintexte haben wir auch nichts, weil brauchen wir nicht. So. Wir haben ja eben gesehen, dass wir von Raum 00 in Raum 1 einspringen. Das wäre hier. Dann werden wir den Raum mal ganz kurz laden, um das Adventure ein bisschen zu zerlegen. Und während wir das ein bisschen zerlegen, lesen wir noch ein bisschen weiter. Nachdem der Spieler Feuer gedrückt hat, werden die Aktionen der ersten Raumbedingungen ausgeführt. Hier sollte ein Befehl Sprung zu Raum stehen. Haben wir eben gesehen, in der Raumbedingung steht Sprung zu Raum 11, die wir jetzt geladen haben. Der in der eigentlichen Anfangsraum wechselt, also wo das Adventure gestartet wird. Vorher kannst du dem Spieler noch Objekte ins Inventar legen oder Flex manipulieren. Gut, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, wer das jetzt ist. So, und dann die Hauptspielschleife. Bild und Ton des aktuellen Raums wird geladen. Haben wir jetzt gerade mal gemacht. Und angezeigt. Das gucken wir uns gleich an. Abbildung 6.1. Nach Knopfdruck erscheint das Verb- und Optionsmenü, in denen die Befehle eingegeben werden. Bei Auswahl vom Spiel Neustarten im Optionsmenü oder wenn die Aktion Game Over ausgeführt wird, wird zum Punkt 3 gesprungen. Das heißt, der Intro-Raum wird geladen. War das richtig? Ich laber gerade so schön. Nein, die Gegenstandskarte und haha. Ja, Intro-Raum war Punkt 2. Gut, habt ihr nicht gehört. So, diese Schleife läuft, bis die Aktion Endsequenz geladen wird. Endsequenz, die Datei SQ wird geladen, ein beliebiges Programm mit Lade- und Startadresse 4000, wie es auch der Endgenerator erzeugt. So, wir gehen mal ganz kurz nochmal zurück in das Ding. Wir haben jetzt Raum 11 geladen und wenn wir uns jetzt, sage ich jetzt mal, das Bild ansehen, das ist das Bild aus Raum 11, das ist unser Startpunkt, das ist unser Postamt, von dem wir stehen werden. Wir können jetzt mal ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, uns die Flex angucken, weil das ist, okay. Texte haben wir auch nichts in allgemeinen Bedingungen haben wir auch nichts. So, gehen wir mal in die Raumbeschreibung. Welch anmutiger Bau aus dem Mittelalter, der Zeit der Ritter und Schlachten. Wird der die Zeit der Post, wo sie immer noch lebt. Gut, das ist scheinbar die Raumbeschreibung, also wenn der Raum betreten wird.
Okay, das ist dann der Raumbeschreibung ist das, wo der Raum beschrieben wird, wenn man den Raum betritt. So, Raumbedingungen. Raumbedingungen. Sind welche da? Nein, es sind keine da. Okay. Gut, aber auch da in Norden, Osten, Süden, Westen frei. Gucken wir mal ganz kurz. Moment, habe ich Objekte? Nein. Dann laden, nee, speichern. Blödsinn. Ist ja egal, ich habe hier nichts verändert. Nein, Abbruch, Abbruch. Und das Gute ist, man wird ja immer gefragt, ob man überschreiben will. So, wir laden aber einen Raum. Wir sind jetzt in Raum 11 und wollen in den Raum oben drüber. Das ist Raum 01. Da gucken wir uns mal an, was es da Interessantes gibt. In der Zwischenzeit gucken wir uns noch ein bisschen das Optionsmenü an. Das Optionsmenü haben wir schon am Anfang ein bisschen gelernt. Zeigt die Optionenmenü. Hier kann man den Spielstand speichern bzw. laden etc. pp. Das wird aber in-game gezeigt. Das ist das, was wir hier zeigen, ist alles in-game. Das kann man eigentlich so. Und das ist das, was ich eben euch gezeigt habe. Das war zum Beispiel, welch anmutiger Bau war in der Raumbeschreibung. Nicht in den Raumtexten, sondern in der Raumbeschreibung. Das Bild haben wir auch gesehen. Und ansonsten sollte eigentlich nichts da gewesen sein. Jetzt gehen wir in den Raum 01 und schauen uns als erstes mal das Bild an. Wir schauen uns das Bild von Raum 01 an. Das ist Bild von Raum 01. Wir sind im Postfach drin. Im Postfach, ja, Patrick. Die Raumbeschreibung ist, in diesem Gemäuern läuft die Zeit eben etwas langsamer. Ja, das stimmt schon. Also das ist das, was wenn wir den Raum betreten. Dann kommen die Raumtexte. Der Mann verschwindet und so weiter. Da wird also, was kann ich für Sie tun? Der fragte Schalterbeamte durch die Panzerglas. Nichts, kann die weitere Telefonkarte sortieren. Also da, der Text zum Beispiel, wenn wir nackt ins Postamt gehen, das ist auch möglich, dann wird dieser Text aktiviert. Und jetzt können wir uns mal gucken, das ist Text 1. Das ist Text 1. Und das ist Text 1, das andere war Text 0. Ha, staying alive, mir schläft gerade der Fuß in. Sind Bedingungen da? Nein. Warum sind keine Bedingungen da? Jetzt will ich euch was zeigen, jetzt geht es nicht. Und mir schläft schon wieder der Fuß ein. Sind die Raumbedingungen? Es sind Raumbedingungen. Rede mit... So, wir gehen mal hoch. Rede mit keine Abfrage. Rede mit... wahrscheinlich ist Fleck 0. Dann 1. So, rede mit. Okay, was haben wir da? Meldung, Anzeige, Text 1. Also, können wir jetzt gerade mal ganz kurz gucken. Hier, Meldung, Anzeigen, Test 2, Game Over. So, pass auf. Was habe ich jetzt gerade gezeigt? Ganz einfach. Wir haben ja die Möglichkeit, in dieses Postfach reinzugehen. Da, ne? Sehen wir ja. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal, wir gehen nackt rein. Dann haben wir den Text 0 gesehen. Das ist hier Text 0. Jetzt fragt natürlich das D42-System ab, bin ich angezogen? Bin ich nicht angezogen? Holt er sich hier die erste? Ich will dann mit dem Mann reden. Und wenn das passiert, passiert Folgendes. Ich kriege die Ausgabe 0. Ich kriege dann Ärger und es ist Game Over. Oder ich habe mir natürlich vorher etwas zum Anziehen besorgt. Dann wird das hier aktiviert. Flag 1, also Flag 00 ist die Frage, bin ich angezogen oder bin ich nicht angezogen? Ist Fleck 000, also ich bin nackig, wird Text 0 ausgegeben. Bin ich angezogen, wird Text 1 ausgegeben. Das heißt also, wenn ihr etwas mit einer Aktion verbindet, zum Beispiel, ich habe ein Schwert in der Hand, dann wird es als bewaffneter, zum Beispiel, ich habe eine Pistole in der Hand, oder man sieht meine Pistole, dann steht da, die Bankangestellten machen die Hände hoch und sagen,
Nehmen Sie alles Geld, was Sie brauchen. Habe ich die Pistole nicht in der Hand? Wird Text ausgegeben? Ja, möchten Sie ein Konto eröffnen? Oder haben Sie bereits ein Konto? Oder möchten Sie Geld abheben? Nur mal als Beispiel. So. Hier haben wir dann Gib. Das heißt, wir können dem irgendwas geben. Das ist dann in Text 02 angegeben von diesem Raum. Wir sind immer noch in Raum 1. Das heißt, also, wir müssen eine ganze Menge in diesen Räumen machen. Wir können nicht einfach hingehen und können sagen, okay, zwei Sachen und gut ist. Wir haben hier wirklich zwei, wir haben hier mehrere Sachen. Wir müssen die Option haben, dass wir was haben. Wir müssen die Option haben, dass wir was nicht haben. Haben wir es im Inventar? Haben wir es nicht im Inventar? Etc. pp. Hier können wir etwas geben. Dann wird es aus unserem Besitz gelöscht und es wird der Gegenstand in den Raum gemacht. Oder es ist in den Besitz gegeben worden. So, was haben wir da? Das ist Text Nummer 3. Löschen in Besitz und löschen Gegenstand in Besitz. Wir haben hier eine ganze Menge Gips, wie ihr seht. Was haben wir da? Gut. Was haben wir noch? Gucken wir mal ganz kurz. Wir können was benutzen. Ich weiß nicht, was benutzen. Aber scheinbar, wenn wir etwas benutzen, kriegen wir Ärger. Wenn wir zum Beispiel, ich nehme mal stark an, wir haben dann ein Messer oder was anderes und benutzen das im Postfach und dann ist Game Over. Weil wir haben ja das Postfach überfallen. Zum Beispiel. Ja. Also man kann so in etwa, also wenn ihr euch das D2Fetch Adventure System holt, könnt ihr mal das Demo spielen, das werden wir dann am Schluss auch noch machen. Und dann könnt ihr quasi euch, ja, da drin ein bisschen umgucken. Ihr könnt das zerlegen, was für eine Musik wird gespielt, das sehen wir hier an der Musiknummer. Was für eine Musik wird gespielt, wie sind jetzt zum Beispiel die Richtungen, zum Beispiel, wir sind im Postamt, das ist 01. Laut Karte geht es ja nicht weiter hoch, also ist Norden gesperrt. Nach Westen geht nicht, weil da ist der Intro-Raum, das ist auch gesperrt. Nach Osten geht nicht, weil wir da eine Wand hingebaut haben. Das haben wir aber alles schon in der ersten... Ich zeige das, das finde ich so schön. Ich find's so hammer. Ich zeig euch das so schön. Ich zeige euch das so schön und zeige es euch nicht. Bin gut. Wir gehen nochmal zurück. Wir gehen in die Raumbedingungen. Wie gesagt, wir sind immer noch bei dem Demospiel. Ich habe es jetzt erklärt. Und ja. Hier sind diese Rede mit Optionen. Hier zeige ich euch, wenn wir angezogen sind, wird Text 1 ausgegeben. Und wenn wir nackt sind, wird Text 0 ausgegeben. Und ein Game Over Bildschirm. Das bedeutet, es ist unser Tod. Dann können wir Sachen geben. Und dann wird die Meldung angezeigt, wenn wir etwas geben, was er braucht, dann wird es in unserem Besitz gelöscht. Und ich gehe davon aus, dass Gegenstand im Besitz... Ja, da können wir halt noch die... Nein! Stopp. Wo ist es? Gegenstand im Besitz. So. Gerade nochmal gesetzt. Wir können den Gegenstand im Besitz machen. Und wenn wir etwas machen... Hier steht ein Benutzer. Hier sind keine Abfragen vonnöten. Wenn wir hier etwas machen, wir benutzen etwas, keine Ahnung, Messer habe ich ja gesagt, Messer, und dann wird sofort die Meldung angezeigt. Und dann wird Game Over. Dann haben wir hier noch mehrere Gips. Und wie gesagt, man muss eine ganze Menge, man muss für jedes Gib, Schau, Nimm, man muss, wir sind immer noch in Raum 01. Also man muss jeden Raum, ich vermute mal, man kann es gerne in die Kommentare schreiben, die solche Adventures immer programmieren. Ich glaube, für einen Raum braucht man schon mindestens einen Tag. Richtig einen Tag mindestens. Vermute ich. Ich hab so ein Adventure nicht programmiert. Wir können ja mal versuchen, in einem Livestreamer sowas zu programmieren. Wenn ihr mal sowas Bock habt, bitte in die Kommentare schreiben. Ja. Gehen wir wieder zurück. Das haben wir eben gesagt, das haben wir eben gesehen. Die Raumansicht, das Betreten des Raumes, Auswahl der Menüs etc. pp. So, das wird gezeigt, wenn wir im Spiel sind. Haben wir hier unsere Verbenoptionen, also hier die ganzen Verben, wo wir haben.
Die können wir ausnutzen. Wir haben hier, was frei ist zum Gehen, wo wir hingehen können, werden mit Pfeile angezeigt. Wo wir nicht hingehen können, sind keine Pfeile. Also wer dem D42 Adventure System schon mal ein Spiel gespielt hat, zum Beispiel The Methodist oder das Camp oder andere Spiele, der kann sich da ein bisschen, nicht? Das sind das Wertmenü. So, dann haben wir hier zum Beispiel Untersuche, da kriegen wir die Inventarliste gezeigt, wenn wir zum Beispiel kombiniere, untersuche, rede mit oder wenn wir irgendwas aktivieren, wird auf der einen Seite unsere Inventarliste angezeigt. Das sind dann unsere Gegenstände im Besitz. Das heißt also, Gegenstände in Besitz sind das, was wir in der Inventarliste haben. Und Objekte im Raum sind halt, muss man halt nicht erklären, Objekte, die sich im Raum befinden. Jetzt wollte ich mit der Maus vom C64 den PC bedienen. Jo, es ist soweit. Dann haben wir hier, wie gesagt, das Optionsmenü. Ins RAM laden. Was ins RAM laden ist, habe ich bis heute nicht verstanden. Weil ich das eigentlich nicht brauche. Auf Disketten speichern, auf Diskette laden, Spiel neu starten oder Musik aus. Man kann dann die Musik ausschalten, dann wird generell Speicher gespart. Also man kann Musik haben, ist ganz schön, aber man muss immer bedenken, das hat man auch am Anfang gesagt, wenn man Musik in seinem Spiel hat, muss die Musik extra geladen werden, das beinhaltet Ladezeit und das beinhaltet auch Speicher. So, beim Speicher auf Diskette erscheint das Auswahlsfenster 6,5, also das wollen wir gleich kriegen. Pro Diskette können 8 Spielstände gespeichert werden, die der Dateien G1 bis G8 entsprechen. Wir haben 8 Speicherpunkte. Wir haben, ne? Ist der ausgewählte Spielstand bereits vorhanden, wird der alte gelöscht. Also er wird automatisch überschrieben. Hier sind diese 8 Spielstände. Ich glaube, dass man da... Nein. Das Laden von Diskette erscheint das gleiche Auswahlfenster. Die Diskette wird nicht gescannt. Es erscheint auch hier alle 8 Auswahlbuttons. Wird ein Spielstand ausgewählt, der nicht auf der Diskette vorhanden ist, erscheint eine Fehlermeldung und danach wird wieder die Spielstandauswahl. Ja, ich glaube, wenn man speichert, wird nicht gefragt, ob man überschreibt. Ich glaube, die Überschreibfrage wird nicht gewählt. Nach dem Speichern oder Laden eines Spielstandes wird der Spieler aufgefordert, die Diskettenseite einzulegen, die vor dem Speichern eingelegt war. Ist ja klar, man muss das Spiel dort weitermachen, wo man weitermachen muss. Hierbei wird die gespeicherte Disketten-Header, Directory-Header, verwendet. Das letzte Verzeichnis der 5-stelligen Disk-ID wird als Seitennummer angezeigt. Bei einer frisch formatierten Diskette ist das in der Regel ein A. Bei Disketten, die mit dem Trackload-Generator behandelt wurden, eine Ziffer, siehe Kapitel 8, da kommen wir dann später mal dazu, zum Trackload-Generator. Nach Einlegen einer Diskette wird ein Directory-Header mit dem entsprechenden Vergleich verglichen und nur bei Gleichheit wird die Diskette akzeptiert. Die Diskette darf also nicht nachträglich umbenannt werden. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt hingehe und habe jetzt hier meine Speicherdiskette, nur mal als Beispiel, das wäre meine Speicherdiskette, die heißt Patrick. Ne? Also Directory, ihr wisst hier oben, ne? Der Header, Patrick, ne? Und dann kommt das Directory. Ich darf nicht den Namen dann ändern. Ich darf nicht hingehen und irgendwann sagen, ja, im Spiel bin ich zwar nicht fertig, aber mir gefällt der Name Patrick nicht. Also ändere ich den Namen um. Dann kann ich den Spielstand nicht mehr laden. Dann kann ich ihn nicht mehr laden. Speichern kann ich ihn. So, nach dem Speichern wird ein Laden eines Spielstandes wird der Spieler aufgefordert, wieder die Spieldiskette einzulegen. Die Musik. Der Player spielt Singlespeed Musikstücke mit dem Init 1000 und Playback 1003 ab. Die Musiknummer, die im Editor eingestellt werden kann, hat 2 Funktionen. Dollarzeichen XY bedeutet, dass Ladedatei MX und übergebe den Wert Y bei der Initialisierung. Schön, das habe ich schon wieder nicht verstanden. Das ist wieder zu hoch. Aber was ich empfehlen kann, wenn ihr Musiktracks euch sucht oder ihr könnt nicht selber generieren,
ist jetzt so eine Idee von mir. Fragt bitte immer, immer die Ersteller der Musikstücke, ob ihr sie verwenden dürft. Sucht immer, wenn ihr Musikstücke sucht, sei es bei csdb.dk oder bei ganz anderen, guckt immer, dass die Startadresse bei 1000 liegt und die Playadresse bei 1003. Es wird in der Regel, sagen wir jetzt mal, das kenne ich von csdb, von der Commodore Datenbank, also, ne? Da weiß ich zum Beispiel, dass das meistens angegeben wird. So. Auf diese Weise können auch Musiken verwendet werden, die mehrere Stücke enthalten. Der Wert Dollarzeichen FF bedeutet keine Musik. Haben wir ja schon oft gemacht. Wenn nichts gesetzt wird, wird ein FF angegeben. Können wir auch mal gerade wieder gucken in die Aufnahme. Und zwar Musik 00. So, wenn wir jetzt hier auf Minus gehen, haben wir FF. FF bedeutet aus. So. Gehen wir hier auf Plus, sind wir bei 00. Und hier das, ich weiß nicht, ob das noch angezeigt wird oder nicht, die außerhalb den Klammern wird quasi der erste Punkt gemacht und bei in den Klammern wird der zweite Punkt gesetzt. Das heißt also, wenn ihr eine Musik, ein Musikstück habt, das ihr unter 30 gespeichert habt, müsst ihr nicht mit dem oberen bis zur 30 mal draufklicken, klicken, bis ihr auf der 30 seid, sondern ihr könnt hier in 10er Schritten springen. So. Gehen wir wieder zurück. So, jetzt kommt eine ganze Menge, wo ich ehrlich gesagt nichts davon verstehe. Aber ich denke mal, das sieht ein bisschen nach Assembler aus. Denke ich mal. Und viele Leute, die Assembler programmieren können, die sagen sich, ja klar, nee, das stimmt, das ist doch ganz klar. Hier steht's doch, musst du nur lesen. Ich verstehe von dem, was jetzt hier steht, nichts. Ich verstehe gar nichts. Die Initialisierung folgt mit LDA. Ich glaube, das heißt Load Accumulator. Das weiß ich, aber dann hört bei mir die Assembler-Kenntnis auf. Raute, Dollarzeichen, also ich lese das Ganze jetzt nicht hier vor. Das Abspielen mit der LDA, Hauptsache. Also die Adresse, ich nehme mal stark an, dass das, was jetzt hier steht, 0Y, 1DX, dass das die Adressierungen für die Musikstücke sind. Aber wie gesagt, das ist Assembler-Programmierung. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich bin gerade froh, dass ich jetzt in der Basic-Programmierung die ersten Schritte mache. Immer noch. Die Musik darf den Speicherbereich von 1000 bis 2500 FF, also 25 FF, belegen und die Bereiche der Zero-Page benutzen, die nicht vom Player oder dem Kernel-Diskettenzugriff verwendet werden. Der Player belegt die folgenden Zero-Pages und viel Spaß. Wie gesagt, das ist etwas, da muss ich leider Gottes sagen, das überschreitet meinen Horizont. Hat wahrscheinlich viel mit Assembler-Programmierung zu tun. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Frag mich bitte in 20 Jahren wieder, wenn ich so 65 bin. Dann habe ich vielleicht gerade mal die ersten Schritte von Assembler drauf. Wie gesagt, es hat 30 Jahre gedauert, bis ich Basic einigermaßen auf die Kette bekommen habe. Ich kenne mich mit Basic gerade mal so aus, dass ich die Get-Befehle, Input-Befehle etc. pp. Kenne. Naja, vielleicht kommt das hier noch alles. Die maximale Dauer für den Play-Aufruf sind 70 Rasterzeilen. Ich weiß nicht, wie lange so eine Rasterzeile ist. Kann ich nicht sagen. Um beim Ein- und Ausblenden der Musik die Lautstärke anpassen zu können, wird vor dem Aufruf der Musikroutine der SID ausgeblendet, sodass die Play-Routine und das darunterliegende RAM in das darunterliegende RAM schreibt. Von dort werden die Registrierwerte in die SID kopiert. Dieses Verfahren kann Probleme mit Musikstücken verursachen, die SID-Register mehrfach oder mit speziellen Timing beschreiben. Okay, wie gesagt, wenn ich mein erstes Adventure schreiben werde, wahrscheinlich ohne Musik. Im Optionsmenü kann die Musik abgeschaltet werden, um Ladezeit oder Nerven zu sparen. Das ist das, was ich gesagt habe. Wir kriegen
definitiv schneller, das Spiel, wenn keine Musik drin ist. Aber Musik macht halt die Atmosphäre auch ein bisschen aus. Aber wir sehen ja bei Spielen von AW10 zum Beispiel oder Das Gift von Frank Kraft, Grüße gehen raus, dass es auch ohne Musik geht. Beim Laden des, also der Lader sind wir jetzt gerade. Beim Laden des Raumes wird der aktuelle geladene Raum im RAM zwischengespeichert. Deshalb entfällt das Laden, wenn man direkt wieder in den vorherigen Raum zurückkehrt. Der Lader versucht jede Datei zuerst auf der aktuellen Diskette, sucht jede Datei zuerst auf der aktuellen Diskettenseite. Bei einem Spiel, das sich über mehrere Diskettenseiten erstreckt, können Dateien mit gleichen Namen auf mehreren Seiten vorhanden sein, um dem Spieler Diskettenwechsel zu ersparen. Dabei müssen diese Dateien nicht unbedingt identisch sein. Zum Beispiel kann auf Seite 2 ein oder mehrere Musik verwendet werden und Raumfiles können sich unterscheiden. Damit werden Tricks wie in Abschnitt 5.2 beschrieben möglich, dass wir größere Räume haben, dass wir unsere Raumzahl verdoppeln, zum Beispiel. Leider hat der Lader auch einige Schwächen. Das ist ganz klar. Wir müssen immer noch damit rechnen. Wir haben hier keinen High-End-PC vor uns stehen. Wir haben hier keinen NASA-Rechner vor uns stehen, der hier Wahrscheinlichkeitsrechnungen vollziehen kann, Quantenphysik berechnen kann, etc. pp. Wir haben hier einen C64 und der hat auch seinen Limit. Das müssen wir gehen. Und das Gute, und das finde ich so nice, das finde ich auch gut an Out of Order Softworks und dafür möchte ich nochmals ganz, ganz herzlich danken. Die hätten ja die Möglichkeit gehabt, siehe zum Beispiel Sonic the Hedgehog, was rausgekommen ist, oder Mario Bros., dass das Ganze mit mehr RAM funktioniert nur. Zum Beispiel Sonic the Hedgehog kann ich hier nicht spielen, dazu brauche ich eine RAM-Erweiterung. Aber jetzt nur 500 Euro auszugeben oder was das Ding kostet, für eine RAM-Erweiterung für Sonic the Hedgehog, Nee, für ein Spiel, nö. Das ist ja genauso, als ob ich mir fürs Nintendo 64 die Expansion Pack holen würde. Aber es gibt nur 3 Spiele, die das Expansion Pack unterstützen. Ganz ehrlich. Glaube ich. Das war Turok, Donkey Kong Country, Donkey Kong, glaube ich. Und noch irgendein Spiel. Ich weiß aber nicht mehr welches. Deshalb danke ich, dass dieses D240 Adventure System für den Original C64 programmiert wurde, mit der Originalkonfiguration. Wie gesagt, die hätten auch können eine RAM-Speicher-Erweiterung benutzen. Die hätten können die RAM-Erweiterung benutzen können. Die hätten können das Super-CPU benutzen können. Da wäre das Ding noch schneller gewesen und mehr RAM. Da hätten man viel, viel mehr machen können. Ich bin froh, dass es auf dem Original C64 läuft, dass normale Menschen wie auch ich uns an solchen Sachen probieren können. So, jetzt gehen wir mal auf die Schwächen des Laders ein. Fastload oder Freezer-Module können Probleme verursachen. Also zum Beispiel sowas wie das Final Cartridge. Sollten nach dem Laden des Players abgeschalten werden. Er kann nur mit 35 Spuren umgehen, weil er ein reiner Bus-Speeder ist. Bus-Speeder. Ja, yes, yes. Ich fand's lustig. Das heißt, er benutzt die DOS-Routinen zum Positionieren auf Diskette und zum Lesen der Sektoren. Korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre, aber hat so eine Diskettenseite... Okay, gut, das würde bedeuten, ich glaube, ich verstehe, was er meint, und zwar, soweit ich weiß, hat so eine Diskettenseite 35 Spuren. Soweit ich weiß. Aber wir hätten ja rein theoretisch die Möglichkeit gehabt, eine 1581 anzuschließen. Damit hätten wir die Möglichkeit gehabt, wenn wir die 1581 anschließen, dass wir, jetzt fällt mein Laptop hin, super, dass wir 3,5 Zoll Disketten anschließen können. Aber 3,5 Zoll Disketten haben, glaube ich, mehr Spuren. Deshalb, also ich glaube, ich verstehe es, man kann wirklich nur 5,25 Zoll Disketten benutzen, keine 3,5 Zoll Disketten benutzen, oder ich glaube, man kann es nicht auf Modul speichern. Das ist, glaube ich, wenn ich mich, was das angeht, irre, jederzeit in die Kommentare schreiben, auch ich bin nicht, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, ich bin nämlich nicht der Weisheit letzter Schluss.
Er vergleicht beim Durchsuchen der Directories nur die ersten beiden Zeichen des Dateinamens und bemerkt nicht, wenn ein Eintrag länger ist. Steht zum Beispiel in Directory vor dem Raum 08 eine Datei namens 0815, so wird diese stattdessen geladen, was wahrscheinlich zum Absturz des Players führt. Das kann ich euch zeigen später einmal. Oder das machen wir, das werde ich euch später, ich habe die Diskette jetzt nicht da. Digital Talk 100, das ist das beste Beispiel. Da seht ihr am Anfang die ganzen Sachen, wie sie halt vom D42 Adventure System produziert wurden, inklusive Räume, allem drum und dran. Und hinter diesen ganzen mit ein bisschen Leerzeichen wurde halt das Bild von Guy Pross Freeboot gepixelt im Directory. War aber egal, weil die ersten beiden Zahlen, die wir gerade gelesen haben, benutzt wurden. Genauso ignoriert er den Typ Directory, Einträge. Wenn ein Eintrag von einem gelöschten File existiert, dessen ersten beiden Zeichen passen, wird dieser Eintrag zum Laden benutzt. Also immer am besten frisch formatieren, nicht einfach so schnell formatieren, dass noch Reste übrig sind oder so. Die beiden letzten Punkte Die beiden letzten Punkte musst du bei der Arbeit unbedingt beachten. So, zum Beispiel hier, er vergleicht beim Durchsuchen, ne, die ersten beiden Zeichen und er ignoriert den Typen. So. Du willst etwas ausprobieren, gehst in den Editor, lädst die Spieldatei und machst eine Änderung an den Allgemeindaten. Um die alte Version zu behalten, benennst du BA per Floppy-Kommando in BA-Alt um und speicherst dann die neue Version von BA. In der Regel wird diese neue File im Directory hinter BA-Alt geladen. Wenn du dann den Player startest, um deine Änderungen zu testen, wirst du dich wundern, denn der Lader wird BA-Alt laden, statt die geänderte Version. Auch Löschen von BA Alt wird zunächst nicht helfen, da der Directory-Eintrag bestehen bleibt. Das ist das, was ich gesagt habe. Am besten eine frisch formatierte Diskette machen. Achte also darauf, dass solche Namensübereinstimmungen nicht vorkommen. Wenn du ein Problem hast, das sich darauf zurückführen lässt, dass eine ältere Version eines Files geladen wird, obwohl sie im Directory nicht mehr zu sehen ist, nimm einen Directory-Editor und untersuche das Directory auf unsichtbare Einträge gelöschter Files. Stattdessen kannst du auch ein Validate benutzen. So. Was Validate ist, weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. So. Also. Wir haben also jetzt, wie gesagt, dieses wunderschöne D42 Adventure System. Wir sind auch hier dran. Wie gesagt, wir können ja hier noch ein paar Räume laden, um ein bisschen was reinzugeben. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass hier noch ein Raum ist. Den lade ich jetzt mal gerade. Und ich hoffe, ihr habt von dem Player jetzt einigermaßen, der Player zum Beispiel, das Kapitel Player habe ich einigermaßen gut verstanden. Bis auf diese Einträge von Assembler, da hat bei mir Tilt und Feierabend, nicht? So, wir gucken mal gerade, was die Raumdaten 1.0 sind, das sind wir am Tante Emma laden. Das sind das, was ich immer meine. Das sind dann später werden Objekte hinzugefügt. Deshalb weiß ich jetzt zum Beispiel, dass wir eine Allgemeindaten Objekten haben. Dachte ich eigentlich. Ach, ich habe hier nur den Raum geladen. Lala. Bin ich blöd, ich habe mir nur den Raum geladen. Nicht alle Dateien, Files. Ja, wir müssen ja... Oh Gott. Oh Gott. Ja, das habe ich ja vergessen zu erwähnen. Das sehe ich jetzt erst gerade. Learning by Doing. Der Name ist Programm. So. Also. Wenn wir einen Raum machen und diesen Raum mit Objekten
Texten und sonstigem versehen, müssen wir ganz wichtig auch die Allgemeindaten speichern. Weil jetzt sind, glaube ich, die Allgemeindaten ein bisschen anders aus, weil jetzt haben wir hier zum Beispiel auch Objekte. Telefonkarten, Bierdeckel, Weinflasche. Und da haben wir zum Beispiel ein Buch, das ist Multicolor, das können wir mitnehmen. Wir haben einen Schlüssel, das ist Multicolor. Jetzt muss ich gerade ganz kurz gucken. Dann haben wir hier zum Beispiel den Postbeamten. Das sind Personen. Personen kann man aber nicht mitnehmen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob die Flex, wie die Flex sind. Ja, die Flex sind hier. Wir haben ja neulich gehabt Flex 0, Flex 1, Flex 2. Die Flex haben wir ja gesehen, als wir in Raum 11 waren. Ne, in Raum 01. Dass wir, wenn wir den Raum betreten haben, beziehungsweise Rede mit, wie diesen Fleck 00 hatten. Ne? Begleitet. Das heißt, wir müssen auch diese Flex benennen. Wir müssen die Flex benennen. Können wir jetzt gerade nochmal machen. Ach, wenn wir schon da sind. So. Wir gehen immer zurück in Raum 01. Da können wir das ein bisschen besser sehen. Obwohl eigentlich auf der anderen Seite, das wäre jetzt auch noch blöd gewesen. Wir waren ja in Tante Emmeladen. Ist ja egal. Jedenfalls, wir gehen jetzt mal, also die Allgemeindaten sind immer überall gültig. Wenn ich es richtig verstanden habe. So. So. Wir gehen mal nochmal hier in diese Raumbedingung. Gib Weinflasche. Moment. Hier haben wir Gib Telefonkarte. Rede mit. Ne? Hatten wir ja. Und hier haben wir Meldung Text 00. Und hier haben wir Begleitet. Wie wir jetzt gesehen haben, hatte eben gestanden Fleck 00. Jetzt steht da Fleck begleitet. Ist begleitet 0, ist begleitet 1. Also wenn wir diesen Fleck, die allgemeinen Daten, die müssen wir immer speichern und immer laden. Wir können natürlich zuerst, wenn wir so ein Adventure programmieren, das ist jetzt so eine Idee von mir, wer bessere Ideen hat, bitte mal gerne in die Kommentare. Zuerst anfangen und die Allgemeindaten zu machen. Das heißt, wir setzen die Flex. Was kann passieren? Haben wir Phaser in der Hand? Haben wir keinen Phaser in der Hand? Haben wir die falsche Uniform an? Zum Beispiel als Star Trek. So, wir sind zum Beispiel Lieutenant Commander, gehören aber zum Kommandostab, brauchen eine rote Uniform. Wenn wir jetzt von The Next Generation ausgehen. Wir brauchen eine rote Uniform, denn Kommandoebene. Jetzt laufen wir aber mit einem medizinischen bzw. wissenschaftlichen Overall rum, sind aber Kommandoebene. Und wenn uns dann der Captain sieht, heißt es, die sind falsch angezogen. Und das ist dann sowas, was wir dann in der Flex setzen können. Wir haben zum Beispiel in der Flex hier Rede, Gast nackt, Tante Emma getötet, Geheimnummer öffnen, Geheimnummer offen. Also, ist schon interessant. Haben wir hier Objekte wie zum Beispiel Glasscherben. Moment. Das B scheint für im Besitz zu sein. Wie gesagt, das sind halt alles so Dinger, die mir ein bisschen durch den Kopf gehen. Also, wenn ihr euch mit dem D24 Adventure System ein bisschen auseinandersetzen wollt, holt euch das Buch, wie gesagt, als PDF-File. Also, Moment, stopp, halt. Also, ich hätte wieder was Falsches gezeigt. Hier, als PDF-File. Oder als Taschenbuch. Link zu beiden Sachen natürlich in der Beschreibung, ganz klarer Fall. Das D24 Adventure System, inklusive diesem Demo von Mystified, auch da, das könnt ihr bei protovision.games runterladen. Ich glaube, ich muss den Link nochmal neu setzen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, der Link stimmt nicht mehr. Muss ich aber gucken. Wie gesagt, muss ich gucken.
Ihr könnt dieses Adventure komplett zerlegen. Schaut euch das Adventure an. Guckt euch an, wie was gebaut ist, was am besten gemacht wird und. Ja, im nächsten Kapitel werden wir uns um den Endsequenzgenerator kümmern. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wie lang so ein Kapitel ist. Wir sind ja schon ungefähr hier. Wir haben nicht mehr viel Buch über. Muss ich gerade ganz kurz gucken. Das ist dann das, das ist das und das ist das. Also. Das ist nicht viel. Da werden wir auch da werden wir ein bisschen drin rumwühlen. Dann Kapitel 8 ist nicht viel. Kapitel 9 ist nicht viel. Das ist eine Seite. Kapitel 10 ist nicht viel. Und dann werden wir uns um die Anhänge kümmern. Dann haben wir quasi das D2Venture Adventure System durch. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr das ein bisschen besser auf die Kette kriegt wie ich. Wir haben als Möglichkeiten, um zu gucken, wie so ein Adventure funktioniert, als Testmöglichkeit das Spiel Ludwig Mystify auf das Kette des D2Venture Adventure Systems drauf. Wir haben das Handbuch. Wir können also alles zerlegen und alles testen. Und unsere eigenen Erfahrungen in Adventure System machen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder. Bis dann, zum nächsten Mal, euer Patrick Patul. Bye, bye.